Genosis eintauchen. So, und dann wird es nachher so. Das heißt, man tut jetzt einfach zu Hause das Ganze einmal ein bisschen. Das Zentrum in Feldbach wurde diesmal zur großen Backstube. Der Star, Backprofi Christian Ofner. Nahezu 500 begeisterte Hobbybäcker waren mit dabei und sie waren mit ihm einer Meinung. Wir backen das. Auf der Bühne ist der Backprofi voll in seinem Element. Ob Lang- oder Kaisersemmel, köstliches Brot oder knusprige Salzstangerl. Ja, also ich bin ja immer selber ganz begeistert. Man muss sich das mal vorstellen. Da kommen am Samstag 480, also fast 500 Leute sonst noch nach Feldbach und schauen mir auf die Finger, wie man Brot backen kann. Also ich glaube, mehr Begeisterung geht gar nicht. Die Show gehört ganz einfach dazu und noch unterhaltsamer wird es mit einer Assistentin. Die musste allerdings erkennen, dass doch etwas Übung dazu gehört, um eine perfekte Semmel hinzubekommen. Katrin, bist du Fan von mir? Ja, sowieso. Cool. Wie lange schon? Seit heute. Mit den Semmeln habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber die Stangerl sind nicht ganz verkehrt geworden. Ja. Warum bist du eigentlich hergekommen mit deinem Freund? Hast du gedacht, heute kannst du wirklich noch einen Tipp mit haben nehmen? Ja, das war so ganz spontan, dass wir gesagt haben, das schauen wir uns an, was der Christian Ofner uns Neues präsentieren wird, dass wir zu Hause ein bisschen mal ein frisches Gebäck auf den Tisch bringen. In der Pause blieb das köstliche Brot im Ofen und mit herrlicher Kruste konnte es danach bereits präsentiert werden. Ganz allein auf der Bühne geht's aber nicht. Und diesmal war ein besonderer Gast mit dabei. Papa Günther Ofner. Seine Aufgabe, die Honigreinkerl. Und das Ganze dann noch softiger macht. Ja. Also das merke ich schon mal bei den Zugriffen auf meine Webseiten. Das ist ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das für Dimensionen sind. Und ich sicher, die Leute kommen zu mir ins Geschäft einkaufen, die rufen die Rezepte ab. Und wenn ich oft unterwegs bin, wo einkaufen und dann sagen, ah, der Backprofi, ich muss dir schnell was sagen, ob der Rezept nachbacken. Also alle sind sie im Backfieber und das taugt mir so, dass das so gut ankommt bei den Leuten. Ich backe sämtliches Gebäck selber. Ich mache die Weckerl für die Kinder, für die Familie. Es schmeckt einfach super. Ich bin begeistert und die Show, cool. Mit seiner Backshow ist Christian Ofner im gesamten Land unterwegs. Tipps und Informationen gibt es auch auf der Homepage des Backprofis. Und was begeistert eigentlich so am selber Backen? Man sieht ein paar Spezialtipps, wie es er macht. Ne? Also seine Sachen kann man ja verwenden, aber man muss einmal sehen, wie es er macht, dass man es vielleicht auch besser machen kann. Ich bin ja hergegangen, dass ich mir Tipps hole und jetzt werde es probieren. Eines ist klar, selber backen macht Spaß und man weiß, was drinnen ist. Der Backprofi Christian Ofner zeigt, wie es geht. Ich will einfach in der Bevölkerung eine Wertschätzung wieder haben fürs Brot, dass auch die Bäcker, unsere Bauern, was wir noch haben, die sollen auf keinen Fall wegsterben und einfach da wieder Bewusstsein schaffen. Und wenn ich das hinkriegt habe, dann bin ich schon glücklich. Bis gleich, gute Aussicht. Danke.